Alle reden über Kryptowährungen, Ethereum, Litecoin und so weiter. Der Begriff Blockchain schwirrt schon seit Jahren durch die Nachrichten. Jetzt hat El Salvador als erstes Land der Welt Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Aber es geht noch weiter. Künstler sprechen von sogenannten NFT als Revolution in der digitalen Wertschöpfung. Und ganz ehrlich, wer soll da noch durchblicken? NFT finde ich allerdings ganz schön interessant, denn die sollen digitalen Gütern wieder zu Wert verhelfen. Wie bei der Musik. Schallplatten konnte man ja eigentlich schon immer zum Beispiel auf Kassette überspielen. Aber erst mit sowas wie MP3 war es dann möglich, sie beliebig oft digital verlustfrei zu vervielfältigen. Musiker konnten dann den Zugang zu ihren Werken nicht mehr limitieren und die Musikindustrie brach zusammen. NFT sollen Dateien jetzt einzigartig und dadurch wieder wertvoller machen. Und das funktioniert natürlich nicht nur mit Musik, sondern auch mit anderen Kunstwerken oder mit Fußballsammelbildern. Die hier kann man jetzt nämlich auch digital sammeln. Durch NFT und die Blockchain. Da ist es wieder, dieses Wort Blockchain. Aber ich glaube, ich habe jetzt kapiert, was das ist. Unsere Konten und die Bewegung darauf werden von Banken festgehalten, deren Computer diese ganzen Transaktionen erfassen. In der Blockchain dagegen wird all das in einer Art öffentlichen Dokument auf den Computern vieler Menschen rund um die Welt gespeichert. Kontobewegungen werden dann von all diesen Rechnern abgeglichen und genehmigt. Dadurch ist das System quasi fälschungssicher, denn ich könnte das Dokument zwar auf einem oder vielleicht sogar mehreren Computern manipulieren, aber niemals auf allen. Und diese Blockchain weiß sozusagen immer genau, wie viel Kryptowährung auf meinem Konto ist. Eine zentrale Institution wie das Bankensystem wird nicht mehr gebraucht. Wenn man ein NFT erstellt bzw. prägt, bindet man damit digitale Güter direkt an Kryptowährung und die Blockchain. Dort wird also vermerkt, dass dieser digitale Eigentumsnachweis einzigartig ist. Beim Prägen wird dann auch einmalig festgelegt, wie oft es diesen Token gibt. Wenn man sein NFT verkauft, wird es sozusagen dem Krypto-Wallet des Käufers gutgeschrieben. Der Künstler Beeple hat sein Bild Every Day's the First 5000 Days bei einer Versteigerung für etwa 70 Millionen US-Dollar verkauft. In diesem NFT drinne, in dieser Datei, steht quasi ein Link zu dem JPEG. Es stellt sich also die Frage, was eigentlich passiert, wenn sich dieser Link irgendwann mal ändert. Die URL, die gespeichert wird auf den Marketplaces oder in deinem persönlichen Bereich, wo du dieses NFT dann speicherst, das ist eine veränderbare URL. Aber die Token-ID, die wird ja nicht verändert. Das heißt, die Contract-Adresse kann sich verändern, wo also die Wallets dranhängen. Aber die ID von dem NFT bleibt ja immer gleich. Wenn er jetzt zum Beispiel eine Reproduktion von einem analogen Bild macht und das als sein NFT mintet, ist es zwar sein NFT, aber der Ursprung des Urwerkes ist ja somit nicht gegeben. Das System ist also zwar an die fälschungssichere Blockchain geknüpft, basiert aber dennoch hauptsächlich auf Vertrauen. Aber davon scheint es ja jede Menge zu geben, zumindest wenn man nach den Preisen geht. Aktuell gibt es ja relativ viel Hype um NFT und zwar nicht nur wegen der hohen Preise, die bei Versteigerungen erreicht werden. Künstler setzen tatsächlich relativ viel Hoffnung in die neue Technologie. Wir haben endlich einen Weg, wie wir unsere digitalen Arbeiten mit einer Kennung versehen können. Das heißt, die Fotos oder die digitalen Arbeiten kriegen ja eine Token-ID, das ist die Kennung von dem NFT und die kann nie wieder verändert werden. Das heißt, man kann eine Einzigartigkeit von einem digitalen Werk so garantieren. Neben Kunst lassen sich, wie gesagt, auch Sammelobjekte als NFT handeln. Im Videospiel Axie Infinity kann man kleine Monster züchten und sie als NFT an andere Spieler verkaufen. Das teuerste davon ging für etwa 860.000 Euro weg. In den USA zahlen Sammler Hunderttausende für kurze Videoclips aus der Basketballliga NBA. Der gleiche Hersteller namens Topps bietet jetzt in Deutschland auch die Fußball-Bundesliga an. Und dieser Torschuss hier von Maximilian Arnold soll 25.000 US-Dollar kosten als digitale Sammelkarte. Ich verstehe ja das Prinzip, aber was ich nicht verstehe ist, warum soll das so viel wert sein? Denn ich kann mir das Ganze ja auch jetzt und hier ansehen, ohne dafür zu bezahlen. Genau wie das JPEG von Beeple oder diese 3D-Animation von Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring, für die jemand über 100.000 Euro gezahlt hat. Und solange ich es mir angucken kann, ist mir ja eigentlich egal, ob es mir gehört oder jemand anderem. Das ist ja wie bei Gamern, die sich im Internet irgendwelche Zubehöre kaufen, wie goldene Schuhe für ihre Spielperson oder so. Das ist ja auch nur virtuell und kostet Geld. Und das ist ja auch eine Art Besitztum. Und ich denke, da geht es dann wirklich irgendwann um den Besitz. Die größte Herausforderung sind die ökologischen Probleme der Blockchain. NFT-Systeme basieren meistens auf der Ethereum-Blockchain und deren jährlicher Stromverbrauch entspricht dem von ganz Algerien.
Der Grund dafür ist, dass sehr viel Rechenleistung benötigt wird, um dieses digitale Geld zu schürfen. Diese ganzen Millionen Computer, die da teilnehmen, müssen nämlich quasi um die Wette komplexe Rechenaufgaben lösen, um die Währung zu erhalten. Vereinfacht gesagt, je mehr Rechner man lange für sich laufen lässt, desto höher ist die Chance auf Kryptowährung. In Ländern mit niedrigen Strompreisen laufen deswegen riesige Serverfarmen rund um die Uhr und der entsprechende CO2-Fußabdruck ist gigantisch. Jetzt könnte man natürlich dagegen argumentieren, dass Kryptowährung weitaus weniger Strom verbraucht als das herkömmliche Bankensystem insgesamt. Aber das wird dafür ja von viel mehr Leuten genutzt, deswegen verteilt sich dieser Verbrauch auch. Die NFT-Gemeinde sucht natürlich nach entsprechenden Lösungen. Blockchain-Systeme wie WAX oder Avalanche setzen auf ein anderes Verfahren für NFT, was eben nicht die Rechenleistung zugrunde legt. Stattdessen muss man sozusagen Krypto-Coins hinterlegen als Pfand, um neue Coins zu generieren. Und das System sucht zufällig jemanden aus, der belohnt wird. Aber je mehr man hinterlegt oder je länger man dabei ist, desto höher ist die Chance, neue Kryptowährung zu erhalten. Es bringt also neue Probleme, denn wer mehr hat, der bekommt auch mehr. Ihr seht, das ist alles ziemlich kompliziert und die optimale Lösung scheint noch nicht gefunden. Gut wäre es natürlich, wenn für das Mining von Kryptowährung ausschließlich grüne Energie verwendet würde. Darauf sollten wir hinarbeiten und dafür sollten wir auch ein Bewusstsein schaffen. Wegen der Nachhaltigkeit werde ich auf jeden Fall noch damit warten, in NFT zu investieren. In diesem Video hier erfahrt ihr, was es mit digitaler Kleidung auf sich hat und wie man sie herstellt. Auf unserem Kanal gibt es außerdem noch ganz viele andere Videos darüber, wie ihr bewusster leben könnt. Also lasst am besten einfach ein Abo da. Bis dann. Tschüss.